Mein Wirtshaus. Kochen mit Bier. Wird Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Im Gasthof Hirsch in Betzigau kommt heute Ente verfeinert mit Bier auf den Tisch. Das Geflügel wird gesalzen. Zuvor hat es Andreas Schomisch mit grob geschnittenen Zwiebeln und Äpfeln gefüllt. Gebettet auf Wurzelgemüse garen die Enten bei 180 bis 200 Grad im Ofen mindestens 1,5 Stunden lang. Währenddessen hat der gelernte Koch genug Zeit für die Beilagen, zum Beispiel Wirsing-Rahmgemüse mit Zwiebeln und Speck. Die Leidenschaft fürs Kochen wurde bei Andreas Schomisch schon früh entfacht. Da fing ja schon in der Kindheit an. Mein Vater ist mit mir mal im Wald gegangen, da haben wir Pilze gesammelt und wir haben, die Birnen und Äpfel von den Bäumen gepflückt oder die Brombeeren oder die Waldbeeren. Und da haben die in der Glatzerhausen mal verarbeitet, was draus gemacht. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und so macht sich Andreas Schomisch an die Knödelmasse. Semmelknödel sollen es werden, genauer gesagt Serviettenknödel. Wie es der Name sagt, werden die dann eingewickelt in einer Serviette im heißen Wasser gegart. Kochen mit Bier lautet auch diesmal das Motto. Und so übergießt Andreas Schomisch die Enten immer wieder mit einem guten Schuss urbayerisch dunkel. Bier als Zutat beim Kochen, für den Wahlallgäuer war das anfangs gewöhnungsbedürftig. Also mehr zum Trinken als zum Kochen eigentlich. Aber natürlich typisch, na klar, weil wir hier in Bayern sind, klar, der klassische Schweinebraten, der schreit natürlich nach Bier oder Biersoße. Und Bier, na klar, eignet sich hervorragend zum Überkrusten oder zum Ablöschen, gerade bei diesen Gerichten. Gut 1,5 Stunden später sind die Enten fertig. Das Fleisch ist richtig saftig, außerdem hat das Geflügel eine schöne Farbe. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Dann geht's ans Anrichten der Ente mit Rahmwirsing und Serviettenknödel. Andreas Schomisch beherrscht aber nicht nur die Klassiker der gutbürgerlichen Küche. Wenn wir jetzt halt die bayerische Küche nehmen und die Allgäuer Küche, die ist na klar sehr schwer durch ihre Butter, ihren Käse, ihre Sahne, ihre Milch. Und natürlich die moderne Frau von heute, die mir auch gerne ein bisschen leichter. Und da bieten sich einfach diese mediterranen Sachen an, wo halt naturell viel mit Gemüse, Olivenöl, Kräutern gearbeitet wird. Und das wollen wir natürlich mit Allgäuer Grundprodukten verknüpfen. Die Herren vom Stammtisch freuen sich jetzt aber erstmal über die Ente mit Dunkelbiersoße. Im Winter darf es ja ruhig mal etwas deftiger sein. In diesem Sinne, guten Appetit im Traditionsgasthof Hirsch in Betzigau. Mein Wirtshaus. Kochen mit Bier. Wurde Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus.